Wir stehen wieder mal in Konstanz am Bodensee. Und wenn wir in Konstanz sind, dann meistens, weil wir ja da geschäftlich sind. Ihr wisst ja, die uns schon länger verfolgen, ihr wisst ja dann, dass wir noch eine kleine Firma haben. Und zwar sind wir die Stadtführer und Reiseleiter in Konstanz. Was wir hier machen, sagen wir euch nach dem Intro. Also, und wenn es euch interessiert, dann bleibt dran. Wir haben ein paar Impressionen vom Bodensee eingefangen, aber das ist nicht der Grund, warum wir hierher gefahren sind. Nein, wir haben nämlich einen neuen Imagefilm für unsere Firma gedreht. Und da das so schöne Bilder sind, die wir gemacht haben, haben wir gedacht, wir zeigen euch dies auch auf YouTube. Und ihr könnt euch jetzt ganz entspannt zurücklehnen und einfach genießen. Ein Imagefilm von der Firma Reiseleiter und Stadtführer Konstanz. Wir blenden alle Kontaktdaten ein. Mein Name ist Marie Schererin und ich bin eine Tochter dieser wunderschönen Stadt. Viele kennen mich aber wahrscheinlich auch unter dem Namen Die Wanderhure aus dem gleichnamigen Roman. Genauso wie meine große Schwester Imperia habe ich hier die bewegte Geschichte des Konstanzer Konzils miterlebt und möchte euch, meinen Gästen, diese näher bringen, genauso wie alles andere, was diese wunderschöne Stadt zu bieten hat. Kulturräder am Konstanzer Hauptbahnhof und hier holen wir immer die Fahrräder ab für unsere Stadttouren mit Fahrrad, aber eben auch rund um den Bodensee. Freuen wir uns immer ganz besonders drüber und hier bei mir steht deswegen auch der Ladeninhaber, Herr Ralf Seufert. Hallo. Hallo, ja, ich bin der Ralf Seufert, ich bin Inhaber vom Kulturrädle der Fahrradstation am Konstanzer Hauptbahnhof. Wir freuen uns immer, wenn die Gäste von den Stadtführern kommen. Wir haben über 100 Leihräder, wir haben Elektroräder, wir haben Kinderanhänger. Und es ist immer schön, wenn man sieht, wie die Leute dann mit Spaß durch die Stadt und in das Umland des Konstanzer rasen. Auf einer unserer spannenden Stadtführungen, bei der wir Ihnen Türen öffnen und Dinge zeigen, die Ihnen sonst im Verborgenen bleiben. Denn bei uns kauft ihr nicht die Katze im Sack. Und deshalb möchte ich euch jetzt noch mehr zeigen. Also, kommt mal mit! Thank you.
Konstanzer Münster. Und da oben sehen wir eine unserer berühmtesten Konstanzer Persönlichkeiten, nämlich Bischof Konrad. Der war ein ganz großer Spinnenfreund. Auf seinem Kelch, den er in der Hand hält, sitzt eine kleine Spinne. Aber was es damit genaueres auf sich hat, das natürlich bei unseren Stadtführungen. Ich sage nur so viel, Spinnen am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen und Spinnen am Abend erquickend und ladend. Konstanzer Obermarkt angekommen. Nicht nur Marktplatz war das hier im Mittelalter, sondern eben auch der Gerichtsplatz von Konstanz. Vielleicht ist Ihnen ja allen, es hat kein Hand und Fuß bekannt als Sprichwort. Dies kommt aus der Gerichts- und Strafpraxis im Mittelalter. Bei unseren Stadtführungen hat natürlich alles sein Hand und Fuß. Und deswegen können wir Ihnen hier zum Beispiel auf dem Obermarkt auch erzählen, warum hier die Wiege Preußens steht. Hier in der Hussenstraße 13 zwischen dem Obermarkt und dem Schnetztor vor der Firma CU Souvenirs und Gifts. Hier starten unter anderem unsere öffentlichen Stadtführungen und natürlich kann man auch Tickets für unsere Führungen hier erwerben. Mit mir steht hier die Ladeninhaberin Frau Daniela Klipfel. Hallo! Hallo! Einen wunderschönen Gruß aus Konstanz. Ja, ich arbeite jetzt seit 6 Jahren mit den Stadtführern Konstanz zusammen. Macht mir eine riesige Freude. Und Sie können also jederzeit bei mir auch Tickets erwerben oder sich über die Stadtführungen in Konstanz und Region erkundigen. Natürlich freue ich mich auch, wenn der eine oder andere von Ihnen ein kleines Souvenir aus Konstanz oder dem Bodensee mitnimmt oder mal in unserem Souvenirshop vorbeischaut. Viele Grüße! Standesamt im wunderschönen Innenhof vom Konstanzer Rathaus. Also nicht nur zum Heiraten, ein sehr schöner Ort, sondern auch um zu verweilen, zum Beispiel nach einer Stadtführung. Wenn Ihnen also unser kleiner Einblick in Konstanz und in unsere Führung gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie uns auf einer unserer Touren begleiten. Hier ist für jeden etwas dabei. Wir haben eine Sprichwörterführung. Sie können unterwegs mit der Wanderhure sein oder eben entsprechende Einblicke hinter die Kulissen bekommen. Spannend, historisch und lustig wird es bei uns zugehen. Das können wir Ihnen versprechen. Und für weitere Infos bitte einfach in unsere Infobox schauen oder direkt unter www.stadtführer-konstanz.de. Vielen Dank. Wo wir uns gerade befinden. Denn neben unseren Stadtführungen in Konstanz machen wir auch Reiseleitungen rund um den Bodensee, um diese wunderschöne Gegend unseren Gästen zu zeigen, weshalb jetzt auch der Helmut Bischof hier bei mir ist und noch mehr dazu sagen wird. Hallo aus Lindau. Mein Name ist Helmut Bischof, wie die Robin schon gesagt hat. Meine Frau Ursula und ich, wir haben 2013 diese Firma gegründet. Aber wir ziehen uns peu à peu zurück. Schon vor einigen Jahren kam die Robin dazu und sie wird es auf kurz oder lang auch ganz übernehmen.
Im Moment mache ich noch viele Reiseleitungen, gelegentlich eine Stadtführung, aber hauptsächlich die Reiseleitungen. Aber auch das wird sich ändern, denn als weiterer Reiseleiter steht mittlerweile der Jonathan Leyden zur Verfügung, der die Busgruppen dann betreuen wird. Wir machen unsere Reiseleitungen nicht nur in Deutschland, sondern wir sind international in allen Bodensee-Anrainerstaaten, nämlich in der Schweiz, Schaffhausen, Stein am Rhein, St. Gallen, Österreich, fahren wir gerne nach Bregenz und natürlich die deutschen Städte Überlingen, Meersburg, Lindau. Überall stehen wir Ihnen mit Stadtführungen und auch mit Reiseleitungen zur Verfügung. Ja, und deshalb haben wir auch insgesamt aktuell 16 Stadtführer und Reiseleiter, die Ihnen zur Seite stehen und einfach den wunderschönen Bodensee zeigen können. Insoweit hoffen wir, dass wir Sie irgendwann mal bei uns in Konstanz oder rund um den See begrüßen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir freuen uns. Ja. Tschüss. Der kleine Imagefilm von unserer Firma hat euch gefallen und ihr habt ein paar Impressionen vom Bodensee gesehen. Ja, und solltet ihr mal nach Konstanz kommen, dann würden sich unsere Stadtführer sehr freuen, wenn sie euch unser schönes Konstanz zeigen könnten. Ja, wir hoffen, wenn es euch gefallen hat, dass wir einen Daumen hoch bekommen. Würde uns freuen. Auch wenn der Film natürlich in erster Linie ein Imagefilm war, also für die Firma erstellt wurde. Ja, aber man hat ja doch einiges von Konstanz gesehen und von daher haben wir uns gedacht, ist das vielleicht auch für euch ganz nett. Jawohl. Und wir verabschieden uns, aber wir hängen noch, wenn es geklappt hat zum Filmen, eine kleine Anekdote hinten dran, weil es ist uns jetzt nämlich ein bisschen ein blödes Missgeschick passiert, ja? Wir haben uns nämlich aus dem Gustl ausgesperrt. Und wie wir das Problem gelöst haben, das hoffen wir, dass wir das im Video festgehalten haben und euch somit zeigen können. Ja, es war ein kleiner, großer Schreck in der Abendstunde. Ja, es ist ja so, wir haben das dann nachgestellt. Also das Problem war real, ja. Aber wir haben es dann filmisch nochmals nachgedreht. Mhm. Also viel Spaß dabei. Wir können euch eins sagen, es ist gut ausgegangen. Ja. Und unser Herz schlägt wieder normal. Ja, weil dafür gibt es jetzt zur Belohnung ein Bier. Weil daran seht ihr nämlich auch, wie wichtig es ist, dass man ein Bier im Wohnmobil hat.
Ein Bierkasten hätte normalerweise reichen. Ein leerer Bierkasten taugt dir nichts. Also, schaut selber. Ja, und ciao. Wir sagen schon mal Tschüss. Ja, ja, tschüss. Wisst ihr, was uns gerade passiert ist? Wir wollten jetzt noch fragen, ob euch der Imagefilm gefallen hat. Nehmen natürlich keine Schlüssel mit. Lass mal im Wohnmobil, mach die Tür zu. Dann sagen wir, okay, das drehen wir jetzt doch am See unten. Wir gehen schnell noch zum See runter. Aber da lassen wir natürlich das Auto nicht offen und die Schlüssel nicht. Und jetzt? Tür geht nicht mehr auf. Wir haben es nicht abgeschlossen. Schlüssel hängt drinnen, Türe nur zugezogen. Und Fahrertüre nutzt uns auch nichts, denn die ist von innen verschlossen. Dank Abus. Ja. Was macht ihr in so einem Problem? Die Ursi fragt, wie das passieren kann. Der Helle überlegt, wie geht man damit um? Und so geht's weiter. Unsere einzige Chance, das Fenster ist offen. Und wenn ihr da reinschaut, da hinten hängt der Schlüssel. Ein Fenster ist offen und es ist unsere einzige Chance. Entweder ein Kind krabbelt rein, wir können es beide nicht, oder eine lange Stange, denn der Schlüssel hängt an einen Karabinerhaken. Die Heckgaragentüre geht auf und wir haben den Thule. Und jetzt ist auf einmal dieses Teil hier, was mich schon so zur Verzweiflung getrieben hat, nützlich unter Umständen. Wir probieren es aus. Also die Stange langt bis auf 10 cm. Das heißt, ich muss meine Position hier noch ein bisschen erhöhen. Und Schemel haben wir keinen dabei, aber als Biertrinker hat man immer einen Bierkasten dabei. Einer der Gründe, warum ich Bier trinke und immer einen Bierkasten dabei habe, ist, man könnte ja auch einmal einen Schemel benötigen. Jawohl. Probieren wir es mal. So, schauen wir mal, ob es funktioniert. Da ist er. Und da ist er. Und wieso hast du den Schlüssel jetzt so ohne Probleme gefunden? Weil die Ossi sagt, der Schlüssel gehört an seinen Platz. Und warum sind wir nicht mehr reingekommen? Weil die Tür bei Hümmer nicht richtig funktioniert.